Mein Name ist Sandra Denzer und mein Hobby ist Triathlon. Ich mache lieber Langdistanzen, das heisst 3,8 km schwimmen, 180 km Velofahren und dann noch 42 km laufen. Ich habe lange Leichtathletik gemacht, also auf der Bahn, Mitteldistanz. Ich habe dann nachher Strassenläufe gemacht und Bergmarathons. Ich habe dann zuerst im Fünferteam im Gigathlon mitgemacht, habe dann mit einem Kollegen im Zweierteam den Gigathlon absolviert. Irgendwann hatte ich das Gefühl, ja, jetzt könnte ich eigentlich mal selber den Triathlon absolvieren. Ich habe mir dann einen Trainer gesucht und habe das Projekt so aufgeleistet. Es war dann so, dass ich dann einen Monat vor dem Triathlon, also vor dem Inferno, mein Papi gestorben ist. Und ich dann nachher so in dem Sinn für ihn den Inferno absolviert habe. Also mein Training sieht so aus, dass ich eigentlich 80% in Grundlage trainiere. Das heisst wirklich locker, locker. Also da kann ich noch gut mit jemandem anderem reden. Und 20% sind dann Intervalltraining. Da geht es dann nachher schon so ein bisschen ins Mentale und ins Durchbeissen. Das war eine elektronische Schaltung. Wir hatten dann noch nicht so viel Erfahrung mit diesen Schaltungen wie jetzt heute. Und bei mir ist immer die Kette rausgefallen. Und er hat mir gesagt, ja, du kannst halt einfach nicht Velo fahren, das muss irgendwie funktionieren. Und nachdem das bei mir bei einem Wettkampf auch wieder die Kette rausgefallen war, habe ich gedacht, oh nein, jetzt muss ich jemand anderes suchen. Und bin dann nachher zum Pedal gegangen und er konnte mir nachher mein Problem beheben. Ein rundum sorglos Paket. Ich persönlich finde Beratung ist dort super, wenn ich ein Problem habe mit meinem Velo oder auch wenn ich mal etwas über zum Beispiel Regenkleider muss wissen, dann finde ich, dass sie das dort super machen. Ich war dort auch schon zweimal in einem Bike-Fitting gewesen, was für mich halt sehr wichtig ist, dass ich richtig auf dem Velo sitze und vor allem nachher auch noch einen Marathon laufen kann. Also ich habe ja schon viele Triathlon gemacht, jetzt in den 12 Jahren, als ich diesen Sport ausübe. Aber der schönste Triathlon, den ich persönlich finde, findet in Deutschland statt, in Rot. Und warum macht es schon so speziell, der Triathlon? Erstens gibt es dort wenige Hotels, wo man übernachten kann. Sprich, wir übernachten dort bei einer Familie. Also wir haben dort Familie. Anschluss in dem Sinn, die kochen für einen, machen einen zum Morgen. Und das Beste, was ich halt einfach finde, ist so, es gibt einen Hügel auf der Velostrecke. Also nicht einen Berg, sondern wirklich so ein Hügel. Das erste Mal, als ich den Triathlon absolviert habe, bin ich dort angefahren, an den Hügel hin. Und ich habe wirklich nicht gewusst, wo ich durchfahren muss, weil die Leute sind einfach wie irgendwie über Tour de France sind die gestanden. Also mir hat einfach ein Velofahrer hat durch mögen. Mir ist dort einfach in einer Kolonne aufgefahren und alle haben einfach nur gemögt. Und das ist schon das, was den Triathlon so speziell macht. Also mein Hauptziel ist Hawaii. Durch das haben mein Trainer und ich beschlossen, dass wir eigentlich meine Saison in zwei Teile teilen. Das heisst, ich habe im Frühling, im Februar, schon ein Trainingslager zu Fuerteventura gemacht. Ich habe nachher zwei Halbdistanzen absolviert. Ich habe jetzt eine Woche so eine Pause gehabt, also ein bisschen machen, was ich wollte. Und jetzt mache ich dann noch zwei Velorennen und zwei Halbdistanzen. Und dann ist dann Hawaii im Oktober. Also bis jetzt habe ich so trainiert, dass ich eigentlich kurze, harte Intervalle hatte und nicht so auf Grundlagen lastig war. Jetzt, umso näher, dass es auf Hawaii zugeht, werde ich
so 4-5 Stunden auf dem Velo sitzen, aber wirklich locker. Und auch Intervalls werden auch an der Tagesordnung sein, aber einfach mehr längere Intervalle und nicht so harte.